Gasthaus zur letzten Runde, Hornhobel am Apparat. Wie bitte? Wie heißen Sie? Hornhobel. Was dagegen? Natürlich nicht, Verzeihung. Hier, Kümmelsaft. Wie bitte? Kümmelsaft. Hedwig Kümmelsaft. Aha. Sie Kümmelsaft, ich Hornhobel. Verstehe. Eigentlich ganz lustig, oder? Was kann ich für Sie tun? Ich möchte bitte Zimmer reservieren. 2 Einzelzimmer. Für eine Nacht vielleicht auch länger. 2 Zimmer? Ja. Auf den Namen Kümmelsaft? Ja. Und Sie sind sicher? Was meinen Sie damit, ob ich sicher bin? Dass Sie hier übernachten wollen. Wie soll ich das verstehen? Meines Wissens ist das Gasthaus zur letzten Runde das einzige Hotel in Moorweier. So ist es. Ich wollte Sie nur fragen, ob Sie wirklich nach Moorweier kommen wollen. Wie? Aber ja, gar keine Frage. Wir haben etwas Wichtiges zu erledigen. Sie wollen etwas erledigen? Aber ja. Aha. Warum sagen Sie so seltsame Sachen? Wollen Sie uns keine Zimmer geben? Ich bin mir nicht sicher, ob Sie sich wohlfühlen werden in Moorweier. Och, das lassen Sie mal unsere Sorge sein, ja? Wie Sie wünschen. Ich rate Ihnen nur eins. Lassen Sie Ihre gute Kleidung zu Hause. Rechnen Sie mit Dreck und Flecken. Einladend, was Sie da sagen. Sie werden mir noch dankbar sein, dass ich Ihnen das gesagt habe. Glauben Sie mir. Und hören Sie, bringen Sie Gummistiefel mit. Hohe Gummistiefel. Wir haben ein Schlammproblem in Moorweier. Verstehen Sie? Hier ist Schlamm. Überall Schlamm. Wir haben schon Schlimmeres erlebt als ein Dorf, das nach einem Dauerregen im Schlamm versinkt. Hören Sie, nehmen Sie bitte ernst, was ich sage. Sie werden sich über diesen Ort wundern. Es ist nicht sehr einladend hier. Und Sie sind übrigens die einzigen Gäste. In Ordnung. Dauerregen und ein bisschen Schlamm. Wir werden schon klarkommen. Von Regen habe ich nichts gesagt. Es hat seit Wochen nicht geregnet hier. Seit Wochen keine Wolke am Himmel. Aber der Schlamm. Dieser verdammte Schlamm. Er wird immer mehr. Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 1. Meiner Schwester habe ich gemailt, ich ziehe diesmal in eine Schlammschlacht. Sehr gut. Und dass ein Mann namens Hornhobel uns am liebsten gar kein Zimmer in seinem Gasthaus gegeben hätte. Und dass deine Eltern sich um Himmels Willen nicht schon wieder so viele Sorgen machen sollen. Weil ich ja nur ein ganz kleines bisschen in Lebensgefahr geraten werde. Das habe ich ihr natürlich auch gemailt. Eigentlich ist alles wie immer. Also das mit der Lebensgefahr kann ich diesmal ausschließen, junger Mann. Echt? Ja, bei der Prüfung zum 3. Gespensterjäger-Diplom hat man es nicht mit besonders gefährlichen Exemplaren zu tun. Da haben wir nun wirklich schon Schlimmeres erlebt. Wenn ich mich da kurz einmischen darf. Hugo, du bist unser Lieblingsgespenst und darfst dich immer einmischen. Fast immer. Was ich sagen wollte, ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Prüfung? Naja, ich traue mir das schon zu, das zu schaffen. Genau genommen ist es eine Unverschämtheit, dass bestimmte Gespenster als nicht besonders gefährliche Exemplare gelten. Wie meinst du das denn, Hugo? Naja, beispielsweise ich. Ach so. Also ich gelte theoretisch als nicht besonders gefährlich. Das ist doch lachhaft. Eine Frechheit, eine Hugo-feindliche Gemeinheit. Ein MOG ist nun mal mittelmäßig unheimlich. Nein, sag es nicht. Sprich es nicht aus. Ich halte mir die Ohren zu. Meine Gespensterohren hören das nicht. Die sind fest verschlossen. Ich muss Tom recht geben. Hugo, du bist nun mal ein MUG. Ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Ich habe es doch gehört. Ihr hattet schon immer einen miesen Charakter. Einen hundsmiserablen Charakter. Für uns bist du längst ein Held. Spätestens seit du den Grubligei besiegt hast. Ja, ja. Den schlimmsten Feuergeist im Universum. Boah, eigentlich schon, seitdem du das UEG zum Kekseessen überredet hast. Und schon wurde aus dem unheimlich ekelhaften Gespenst UEG ein keksemampfender Trottel, der sich in einen Zitronenfalter verwandelt hat. Das war eine Heldentat. So ist es. Aber alle meine Anträge auf Beförderung wurden einfach... abgelehnt. Ich könnte mich schon wieder aufregen. Einmal MOG, immer MOG. So sieht es die Gespensterjägervereinigung. Ich muss zugeben, das ist nicht sehr freundlich.
nachdem du bei der Besiegung der blutigen Baronin auch eine rühmliche Rolle gespielt hast. Spätestens da hätte ich eigentlich erwartet, dass mich die Vereinigung hochstuft und eine Fortbildung für mich macht. Ein klitzekleines bisschen für meine berufliche Entwicklung als Gespenst tut. Aber nein, ich versaure. Ja, ich versaure als verkanntes Genie. Aber du hast doch uns, Hugo. Ja. Wir wissen, was du alles kannst. Aber ihr seid ja nur zwei. Ach, es ist zum Heulen. Ach, heul doch. Bitte, nichts lieber als das. Ruhe! Du sollst dir deine Heulkraft für Notfälle aufsparen. So, und jetzt wird es höchste Zeit, dass Tom uns erzählt, warum wir überhaupt nach Moorweier fahren sollen. Tja, Was hat die Prüfungskommission dir genau für eine Aufgabe gestellt? Und wer war überhaupt der Prüfer? Das hast du uns alles noch gar nicht berichtet, junger Mann. Weil es so nervig war da. Ach. Mann, war das ein blöder Typ. Hat mich behandelt, als ob ich erst 6 wäre. Kannst du dich an seinen Namen erinnern? Logisch, Professor Schleimblatt. Das ist nicht dein Ernst. Schleimblatt? Ja. Ausgerechnet Schleimblatt hat er als Prüfer erwischt. Sie kennen den? Und ob. Glaub mir, wir mögen uns nicht. Ach so. Ich fürchte, das hat er dich spüren lassen, ha? Huh? Tut mir sehr leid. Über Hugo wusste er auch Bescheid. Über mich? Mein Ruf eilt mir voraus. Ich habe es geahnt. Also bewundern tut er dich nicht, der Herr Professor Schleimblatt. Das kann man nun wirklich nicht behaupten. Setz dich. Du bist doch höchstens 10 Jahre alt. Ich bin 11. Ist ja nicht zu fassen, mit was für Grünschnäbeln wir hier unsere Zeit verplempern müssen. Du weißt hoffentlich, dass wir hier nicht auf einem Kindergeburtstag sind. Ja. Das dritte Gespensterjäger-Diplom wird nur von sehr erfahrenen Gespensterjägern abgelegt. Aber ich habe schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Oh, beeindruckend. Außerdem... Ja, ich höre... Außerdem geht es beim dritten Diplom nur um Spukformen der dritten Gefahrenkategorie. Nur? So. Scheinst ja alles besser zu wissen. Dann ist dir vielleicht auch bekannt, dass sich unter den Spukformen dieser Kategorie einige höchst gesundheitsschädliche Arten befinden. Aber sie sind alle mit ziemlich einfachen Mitteln zu bekämpfen. Ach ja, sind sie das? Und Frau Kümmelsaft hat gesagt, ich war bisher sehr geschickt. Hedwig Kümmelsaft. Also, hat sie also einen Spielkameraden gefunden? Naja, die hat sicher viel Freude mit dir und mit wie heißt dieses alberne MUG, mit dem sie immer rumläuft? Sie meinen Hugo? Wir finden den nicht albern. Naja, ich jedenfalls habe der Zentralen Kommission zur Gespensterbekämpfung, ZKZG, den Vorschlag unterbreitet, nicht wahr, noch in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit Geistern zu verbieten. Oh nein. Oh doch. Gespenster soll man jagen und vernichten. Das ist unsere einzige ehrenwerte Aufgabe. Gespenster haben nichts im Sinn, als dem Menschen Schaden zuzufügen, seinem Körper, um den sie ihn beneiden und der armen Seele des Menschen, die sie zerstören, verstümmeln, verschlingen wollen. Ja, so sind sie. So sind sie alle. Ist Ihnen nicht wohl? Bitte? Tut ja hier nichts zur Sache. Also, du kennst die Grundbedingungen der Prüfung? Ja, wie beim zweiten Diplom. Fangen muss ich das Gespenst eigenhändig. Aber zur Vorbereitung, für die Beobachtung und Köderung darf ich 2 Helfer auswählen. Einen? Einen? Ich dachte... Ja, du dachtest. Der Prüfungsausschuss, mein lieber Freund, hat die Bestimmungen etwas verschärft. Auf meine Anregung hin. Nur noch einen Helfer? Wie soll ich das Hugo beibringen? Eine Witzfigur wie dieser Hugo wäre als Helfer übrigens in jedem Fall indiskutabel. MUGs dürfen bei Prüfungen nicht helfen. Stand alles im Mitteilungsblatt für Gespensterjäger. Aber Frau Kümmelsaft schaut wahrscheinlich lieber Kochshows im Fernsehen. Ah ja, sind noch andere Regeln verschärft worden? Nein, das nicht. Aber in deinem Fall weise ich besonders darauf hin, dass nur Ausrüstungsgegenstände verwendet werden dürfen, die in den Richtlinien zur Gespensterbekämpfung erwähnt sind. Selbst erfundenes Zeug wie Hedwigs Spezialpasten und Sonderwerkzeuge sind nicht erlaubt. Solltest du auf sie zurückgreifen, gilt die Aufgabe als nicht erfüllt. Das wusste ich. Donnerwetter, das wusstest du. Ich bin beeindruckt. So.
Und nun also zu deiner Aufgabe. Die Spukerscheinung, mit der du dich befassen wirst, wurde vor 3 Tagen von einem Dorf namens Moorweier gemeldet. Hier, bitte sehr. Auf dieser Urkunde steht die genaue Anschrift, eine Wegbeschreibung und noch einmal zusammengefasst deine Aufgabe und die Spielregeln, die unbedingt, hörst du, unbedingt zu beachten sind. Abzuliefern beim Prüfungsausschuss ist ein von dir persönlich gefangenes und unbeschadetes Geisterexemplar. Ich habe alles verstanden. Darf ich denn jetzt gehen? Ach, der junge Mann hat es eilig. Na bitte sehr, mir nur recht. Ich wünsche eine erfolgreiche Jagd. Oder wie man in der Gespensterjägerszene so sagte, bist du nur einmal unbedacht, dann war das deine letzte Nacht. Schöner Spruch, ne? Erstaunlich neblig die Gegend. Man sieht nichts. Aber in gut 10 Minuten haben wir es geschafft. Dann müssten wir da sein. Moorweier. Übelste Gespensterprovinz, das kann ich dir sagen. Sie meinen, talentierte Gespenster würden sich mit so einem Ort überhaupt nicht abgeben? Das würden sie nicht. Aber das ist nur gut für dich. Ich denke, du hast dein Diplom schon so gut wie in der Tasche. Meinen Sie? Gespenster der 3. Gefahrenkategorie haben manchmal hässliche Streiche drauf. Aber für einen Gespensterjäger mit deiner Erfahrung dürften sie kein Problem sein. Glaube ich ja auch. Aber was mir echt zu schaffen macht, ist Hugo. Mann, war der beleidigt, dass er nicht mit durfte. MOGs sind ständig beleidigt. Wenn wir zurückkommen, ist die Sache vergessen. Hoffentlich. Darf ich Sie was fragen, Frau Kümmelsaft? Nur raus mit der Sprache, junger Mann. Diese Professor Schleimblatt. Hm? Woher kennen Sie den? Hm. Wir hatten mal eine üble Auseinandersetzung. Es ging um die Bekämpfung von Schlurfgeistern. Er wollte mir eine neue Methode vorführen, auf die er wahnsinnig stolz war. Aber der Geist, mit dem er sich angelegt hat, hätte ihn leer geschlürft wie eine Tasse Frühstückskaffee, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. Schleimblatt hat mir das furchtbar übel genommen. Ich finde, der ist ein ziemlich übler Typ. Und er sieht so seltsam aus. Seine Gesichtshaut, die hat eine Farbe wie wässrige Milch. Interessant. Wieso? Das deutet darauf hin, dass er weitere Erfahrungen mit Schlürfgeistern gemacht hat. Und wahrscheinlich keine guten. Sie meinen, er könnte befallen sein von einem Schlürfgeist? Wer weiß. Manche Opfer sind für den Rest ihres Lebens weiß wie Papiertaschentücher. Oh. Was war das? Klang gar nicht gut. Das kam von hinten. Oh, hoffentlich ist der Auspuff nicht durchgerostet. Ich muss nachgucken. Komisch. Hier ist nichts. Vielleicht unterm Auto? Moment mal. Irgendwie sieht mein Koffer so seltsam aus. Hä? Da ist doch am Griff. Das kenne ich doch. Das ist... Gespensterschleim. Denkst du, was ich denke? Hugo. Komm raus, du hinterhältiges, schleimverseuchtes Ekelpaket von einem MOG. Schon gut. Ich wollte euch doch nur ein bisschen Gesellschaft leisten. Gesellschaft? Bist du wahnsinnig? Wenn dieser Schleimblatt erfährt, dass du mir hilfst, kann ich mein Diplom vergessen. Keine Angst. Ich werde keinen Finger rühren, um dir zu helfen. Geschworen und versprochen. Jetzt bleib meinetwegen in unserer Nähe, du Nervensäge. Und jetzt lasst uns endlich mal ankommen. Ja? Hugo, du wieder ab in den Kofferraum, bevor dich jemand sieht. Ja. Schnell, da hinten kommt ein Auto. Warum fährt er denn so langsam? Die, nicht der. Moment mal. Die Frau da am Steuer, die kenne ich doch. Gespenst oder Mensch? Eindeutig Mensch. Aber woher kenne ich die Frau, die da am Steuer sitzt? Woher bloß? Gut, dass mich Hedwig Kümmelsaft nicht gleich erkannt hat. Das hätte ihr wahrscheinlich die Laune verdorben. Gespensterjagd, müsst ihr wissen, ist nämlich etwas Verschwiegenes. Da macht man nicht so viel Wind drum. Und Schaulustige kann man schon gar nicht gebrauchen. Neugierige, die einem auf die Finger gucken? Nein, danke, sagt jeder Gespensterjäger.
Ich bin so eine Neugierige. Und schaulustig bin ich auch. Das liegt an meinem Beruf. Ich bin Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Cordula Flunder mein Name. Woher kenne ich diese Frau? Woher? Woher bloß? Es wird ihr einfallen. Fragt sich nur wann. Beim großen Feuerspuk in Hummerburg, einem kleinen Dorf am Meer, da war ich dabei. Ich habe alles mitbekommen. Wie Hedwig Kümmelsaft, Tom und Hugo den Grubligei besiegt haben, einen scheußlichen Feuergeist. Und ich habe berichtet, für die Zeitung. Meiner Reporternase habe ich zu verdanken, dass ich nun nach Moorweier fuhr. Die Sache mit dem Schlamm hatte mich stutzig gemacht. Seit Tagen war im Radio davon die Rede, in den Verkehrsmeldungen. Kurz vor der Ortseinfahrt Moorweier gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Ort Moorweier weiträumig zu umfahren. Die Straßen des Dorfes sind wegen Verschlammung unpassierbar. Soweit die Verkehrsmeldung. Wegen Verschlammung unpassierbar. Verschlammung? Das kam mir komisch vor. Und ich dachte gleich, dass vielleicht Gespenster dahinter stecken. Man hat so Ahnungen als Reporterin. Jedenfalls, wenn man Profi ist, wie ich. Kurz und gut. Ich brauste nach Moorweier und kurz vor dem Ort montierte ich Schneeketten auf die Reifen. Das war auch nötig, denn tatsächlich war die Durchgangsstraße in Moorweier knöcheltief mit gelb-bräunlichem Schlamm überzogen. Ich habe mich dann in dem gleichen Gasthof einquartiert, in dem auch Frau Kümmelsaft ein Zimmer reserviert hatte. Kaum hatte ich mein Zimmer bezogen, sah ich sie auf den Gasthof zukommen. Frau Kümmelsaft hatte ihr Auto an der Kirche geparkt. Da war weniger Schlamm. Wahrscheinlich hatte sie Angst gehabt, stecken zu bleiben. Sie hatten es nicht besonders eilig. Im Gegenteil. Direkt am Fuße des Kirchturms blieb Tom plötzlich abrupt stehen. Moment mal. Das gibt's ja wohl nicht. Nicht stehen bleiben. Wir bringen jetzt erstmal das Gepäck ins Gasthaus. Sei mal still. Zeigt der Spukmelder etwas an? Treffer. Die Zeiger schlagen aus. Eindeutige Zeichen von Spukenergie. Ich würde sagen, der Geist hat sich vorige Nacht hier länger rumgetrieben. Wenn wir Glück haben, kommt er heute Nacht wieder. Möglich. Geister dritter Kategorie haben geregelte Arbeitszeiten. Sie spuken häufig jede Nacht. Herrlich! Endlich mal wieder ein Kollege, den ich ärgern kann. Dass er sich eine Kirche ausgesucht hat. Fabelhaft für dich. Wieso denn? Für deinen Bericht an die Prüfungskommission. In Kirchen werden Tonaufnahmen ganz hervorragend. Das Heulen und Stöhnen bekommt dann immer so ein nettes kleines Echo. Nun lass uns endlich weitergehen. Dagegen habe ich auch nichts. Wir sollten uns stärken. Die Nacht könnte turbulent werden. Irgendwas stimmt hier nicht. Was ist denn mit deinem Spukmelder? Er dreht irgendwie durch, als wäre das Gespenst direkt bei uns. Das war ein Kurzschluss. Jetzt ist die Sicherung durchgeknallt. Und wenn es gar kein Nachtgespenst ist? Sie meinen, es ist jetzt da? Tom, geh da weg! Uff, das war knapp. Ich traute meinen Augen nicht. Eben hatten sie noch unter dem Kirchturm gestanden. Jetzt lagen Tom und Hedwig längelang auf dem Boden. Und Hugo schwebte aufgeregt auf und abwärts. Kein Wunder, denn der große Zeiger der Kirchturmuhr war heruntergestürzt. Er war direkt auf Tom zugesaust und ohne Hugos Warnung hätte er Tom mit voller Wucht getroffen. Das hätte Tom nicht überlebt, todsicher nicht. So hatte sich der Junge gerade noch mit einem Hechtsprung zur Seite geworfen und der Zeiger bohrte sich in die hölzerne Treppe vor dem Kircheneingang. Mein Kleid ist vollkommen ruiniert. Trotzdem danke, Hugo. Ja, danke. Ach, nicht der Rede wert. Moment mal. Hat Hugo mir nicht gerade geholfen? Ist meine Prüfung damit im Eimer? Na, hör mal. Doch, so weit kommt es noch. Hier ging es um Rettung aus höchster Not. Mit der Prüfungsaufgabe, dem Einfangen eines Gespenstes, hatte das ja wohl noch nichts zu tun. Eure komischen Regeln sind mir sowas von egal. Tom ist mein Freund und er war in Lebensgefahr. Danke, Hugo. Für einen Spuk der dritten Gefahrenkategorie war das eine ziemlich heftige Begrüßung. Das Ding ist definitiv nicht durch Zufall runtergefallen. Das sehe ich auch so. Na warte, die fiesen Scherze werde ich dir schon noch austreiben, du mieses Irgendwas. Guten Tag. Sie sind bestimmt Herr Hornhobel. Erraten. Frau Kümmelsaft nehme ich an. Hornhobel trifft Kümmelsaft. Kümmelsaft trifft Hornhobel. Und der junge Mann ist sicherlich Tom. Ja, genau. Hallo. Dem Nachwuchs eine Chance, was? Schön, dass Sie da sind. Man muss es einfach immer wieder versuchen. Wie meinen Sie das, versuchen? Gespenster jagen, was denn sonst? Woher wissen Sie das?
Davon hatte ich nichts gesagt am Telefon. Aus der Behörde, da hat doch einer angerufen, dieser Schleimbeutel oder wie der heißt. Professor Schleimblatt, warum hat er das verraten? Verstehe. Sie sind wohl lieber Geheimniskrämer, was? Tarnen sich als Feriengäste, sind zum Angeln und Bärenpflücken gekommen, ja? Es geht nicht um Tarnung. Was glauben Sie, wie man uns behandelt, wenn wir uns als Gespensterjäger zu erkennen geben? Hören Sie, mit mir können Sie nun wirklich offen reden. Raten Sie mal, wie oft ich dieser Behörde schon Gespensterbefall gemeldet habe. Mindestens 10 Mal. Was? Ich kann es nachher auch genau sagen. Muss nur nachgucken. Ihre Kollegen waren aber nicht sehr überzeugend. Vor uns waren schon Gespensterjäger hier? Aber hallo, fast jedes Mal. Wirkten leider alle ziemlich unprofessionell. Dieser Schleimblatt, das kann doch wohl nicht wahr sein. Warum sind Sie darüber so sauer? Weil das hier offensichtlich eine Art Gespensterkampfgebiet ist. Das kann ich bestätigen. Dieses Dorf zieht die Gespenster an wie ein Kuhfladen, die fliegen. Und keiner weiß wieso. Es sind schon Leute weggezogen. Ich sag's ja, ein Kampfgebiet. Und da schickt dieser Schleimblatt unseren Tom hin. Unverantwortlich, unverschämt. Schließlich soll es bei deiner Prüfung nur um die Gefahrenkategorie 3 gehen. Sie meinen, der hat mich absichtlich in viel größere Gefahren geschickt? Kann man wohl sagen. Gebiete mit multiplen Gespensterphänomenen. Darf ich noch mitmachen bei Ihrem Gespräch oder reden Sie nur mit Leuten, die ja Fachchinesisch sprechen? Ich meine Gebiete, wo gespenstermäßig die Hölle los ist. Danke, Tom. Da sind die harmlosen Gespenster gerade mal die Spitze des Eisbergs. Dahinter lauern oft viel schlimmere Kaliber. Gut, dass meine Eltern nichts davon wissen. Ging es denn bei den Bemühungen unserer Vorgänger immer um das gleiche Gespenst? Oh nein, es sind immer verschiedene Gespenstersorten. Das eine kommt, das andere geht. Wenn ich mich richtig erinnere, waren es 12. 12? Was meinen Sie damit? 12 verschiedene Gespensterrassen oder Sorten oder wie Sie das nennen. 12-mal Spuk, den jetzigen schon mitgezählt. Kein Wunder, dass die Leute hier ziemlich runter sind mit den Nerven. Was ist mit dem aktuellen Gespenst? Nur deswegen sind wir hier. Das Neue treibt sich hauptsächlich in der Kirche und im Pfarrhaus rum. Haben Sie das Gespenst gesehen? Ich persönlich hatte noch nicht das Vergnügen. Soll grau wie Dachpappe sein, der Bursche. Und was hat er so alles angestellt bisher? Genau. Was wissen Sie über seine Spukaktivitäten? Spukaktivitäten? Also, das Ding soll mit Sachen werfen. Heult wohl auch ziemlich viel rum. Sein Brüllen muss ohrenzerfetzend sein. Die Schwester vom Pastor sieht jedenfalls ziemlich geschafft aus. Vielen Dank, Herr Hornhobel. Wir werden uns in der Kirche mal umsehen. Aber nicht sofort, oder? Ich habe tierisch Hunger. Ja, ich könnte auch was vertragen. Wie wäre es mit Bratkartoffeln und Spiegelei? Gute Idee. Bis auf die Eier. Können Sie die Eier weglassen? Lieber mehr Zwiebeln und gehackte Tomaten. Aha, Sonderwünsche, der kleine Prinz. Ich mag Eier total gern, aber leider riechen Gespenster einen schon von Weitem, wenn man Eier gegessen hat. Ach so. Ich gehe schon mal vor. In meinem Rucksack wird's zappelig. Verstehe. Bis gleich, Tom. Der trägt die Nase ja ganz schön weit oben, der Kleine, was? Ein Kind als Gespensterjäger. Na, Sie trauen sich ja was. Hören Sie, das ist Tom. Und den sollten Sie nicht unterschätzen. Ist in Ordnung. Unsere Kunden sind hier König. In Ihrem Fall ja eher Königin und kleiner Prinz. Alles gut, alles feist. Herr Hornhobel, glauben Sie mir. Dieser kleine Prinz hat es schon mit Gespenstern aufgenommen, deren bloßer Anblick Sie in Staub verwandeln würde, bevor Sie Bratkartoffeln sagen können. Ich hörte die Gespensterjäger die Treppe hochrumpeln. Ich hatte mir natürlich das Zimmer direkt neben Frau Kümmelsaft geben lassen. So konnte ich mit einem Ohr an der Zimmerwand verfolgen, wie die beiden nach dem Bratkartoffelessen allerlei Vorbereitungen für ihren Ausflug in die Kirche trafen. Weil Tom das Gespenst allein besiegen musste, musste er reichlich Sachen in seinen Rucksack packen. Und er schnallte sich offenbar einen großen Schutzgürtel um, was ein ziemliches Gewürge war. Beim Anziehen hat er jedenfalls gestöhnt. Und dann hat mich Frau Kümmelsaft gewaltig erschreckt, ohne es zu wollen. Ich klebte ja direkt an der Wand und auf der anderen Seite plötzlich... Ich glaube, der Filter funktioniert. Brüll doch nicht so. Dann schreien Sie doch nicht so. Nimm den Filter aus den Ohren. Mit dem Filter im Ohr redet man viel zu laut. Ach so. Anfängerfehler. Puh, der kitzelt vielleicht Ihr Überschallfilter. Oh, du wirst dankbar sein, ihn dabei zu haben. Falls wir es mit einem Brüllgespenst zu tun bekommen, schützt der Filter deine Ohren. Sie können einen Brüller aber gut nachmachen. Hast du eine Ahnung.
Ein Brüller kann so laut loslegen, dass Fenster kaputt gehen und sich Metallgegenstände verbiegen. Auweia. Hauptsache, der Filter gehört zu den offiziell erlaubten Hilfsmitteln. Keine Sorge. Er ist auf der Liste der erlaubten Sachen. Im Gegensatz zu dir, Hugo. Ich könnte doch wenigstens zugucken. Sie gehen schließlich auch mit Tom zusammen. Ich habe mich aber besser in der Gewalt als du. Ich bin sicher, dass du sofort eingreifst, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Das ist eine gemeine Unterstellung. Wenn dein Freund Tom in Schwierigkeiten gerät, kannst du gar nicht anders. Das weißt du doch selbst. Ich habe mich persönlich weiterentwickelt und werde mich anders verhalten als früher. Und deswegen darf ich jetzt mitkommen. Hübscher Versuch. Los, Tom, wir gehen. Und Hugo macht hier keinen Quatsch, bis wir wiederkommen. Das ist gespensterfeindliches Verhalten. Wir haben einfach einen miesen Charakter. Natürlich bin ich hinter den beiden her. Das Einfangen eines Gespenstes durfte ich mir doch nicht entgehen lassen. Der Weg zum Pfarrhaus war ausgesprochen mühselig. Obwohl es nicht geregnet hatte, war der Schlamm viel mehr geworden. An einigen Stellen der Straße sank man knietief in den ekligen Modder. Gut, dass ich hohe Gummistiefel habe, die halfen mir. Am Pfarrhaus angekommen, habe ich was Verbotenes gemacht. Ich geb's ja zu. Es stand nämlich das Küchenfenster offen. Da habe ich mich blitzschnell hochgezogen und schwupps die Fensterbank als Drehscheibe für den Hintern benutzt. So bin ich in die Küche rein. Die Schwester des Pastors war gerade auf dem Weg zur Haustür, um Hedwig und Tom zu öffnen. Da konnte ich mich in aller Ruhe hinter dem großen Kachelofen in der Eingangshalle verstecken. Sie wünschen? Guten Abend. Mein Name ist Kümmelsaft und das ist mein Kollege Tom. Abend. Mhm. Wir sind Gespensterjäger und würden gern mit Ihnen über die Spukerscheinung sprechen, unter der Sie leiden. Leiden? Ich? Was soll das? Ich kaufe nichts. Ich brauche nichts. Im Übrigen hilft nichts, gar nichts. Kein Kümmel, kein Saft, keine Tabletten. Und schon gar nicht das teure Zeugs, das Sie mir andrehen wollen. Ich kenne diese Tricks an der Haustür. Ich kenne das. Können wir dann vielleicht kurz mit Ihrem Bruder sprechen? Dem Herrn Pastor. Na? Mein Bruder? Mein Bruder spricht ja gar nicht. Mein Bruder spricht nicht mit Menschen. Macht er nicht mehr. Bäh, 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 bäh. Er sagt, miteinander reden. Das wird allgemein überschätzt. Er ist sehr misstrauisch geworden. Man kann ja nie wissen, nicht? Na? Ah, das kommt von drin. Du musst nachschauen. Vielleicht kannst du es überrumpeln und der Job ist erledigt. Los! Vorbei an der verdutzten Pastorenschwester drängte sich Tom ins Haus. Hedwig folgte ihm. Sie wusste, ab jetzt durfte sie nur noch Ratschläge geben, aber nicht selbst eingreifen. Um Gottes Willen! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was haben Sie vor? Gehen Sie nach draußen. Hier wird es gleich sehr unangenehm werden. Ist gut. Erstaunlicherweise folgte die Frau Toms Anweisungen. Wie betäubt vor Schreck ging sie nach draußen. Mein Gott! Wie soll das enden? Oh Gott, 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 oh Gott. Jetzt oh Gott, hielt Tom ein merkwürdiges Gerät in der Hand. Ich stell den Spukmagnetisierer an. Genau richtig, mein Junge. Was immer es ist, die Magnetkraft müsste ausreichen, um es heranzuziehen. Aber pass auf dich auf! Vorsicht, die Decke! Nie hätte ich gedacht, dass ein durch eine Zimmerdecke flutschendes Gespenst Lärm verursacht. Aber in diesem Fall war es. Weil es krampfhaft versuchte, sich irgendwie festzuhalten, stürzte die Deckenlampe zu Boden und das Gespenst mit ihr. Ein Neprospec. Das wollte ich schon immer mal in freier Wildbahn sehen. Neprospecs kannte Tom bisher nur aus Büchern. Neprospec. Das ist die Abkürzung für Negativprojektion einer Spukerscheinung. Krass! Alle rechneten jetzt mit dem gefürchteten Brüllen. Aber noch war das Gespenst stumm. Es war ein gruseliger Anblick. Nichts für schwache Nerven. Es hatte die Farbe von schmutzigem Zigarrenrauch. Hell gleißend pulsierten weiße Adern am gesamten Körper, als flösse Blut hindurch, unsichtbares Blut. Das Unheimlichste an seinem Anblick war jedoch das Gesicht. Es sah aus wie das Negativ eines Schwarz-Weiß-Fotos. Die Augen waren das Unheimlichste. Die Pupillen waren nicht schwarz, sondern genau umgekehrt, von eisig weißer Farbe. Wie Stecknadeln bohrten sich diese Blicke in Toms Gesicht. Konzentrier dich, Tom. Los, denk an dein Diplom. Mach ein Foto von dem Scheusal. Tom fingerte mit zitternden Händen den Fotoapparat aus dem Rucksack. Er konnte gerade noch auf den Auslöser drücken. 2 Sekunden später erhob sich das Neprospec in die Luft und streckte die immer länger werdenden Arme nach Tom aus. Tom vergewisserte sich, dass der Schutzgürtel richtig saß.
In diesem Moment öffnete das Niprosbeck seinen zahnlosen Mund. Du bist verloren! Das war gruselig, aber völlig unzutreffend. Die Hand des Niprosbeck berührte Toms Körper genau in der Höhe des Schutzgürtels. Tja, da staunst du, was? Tom hatte einen Schutzhandschuh über die rechte Hand gestreift. Damit packte er das Niprosbeck. Tatsächlich gelang es ihm, das Gespenst festzuhalten. Das mit dem Zeiger der Kirchturmuhr, das nehme ich dir wirklich übel. Eine Hundsgemeinheit war das. Deshalb stecke ich dich jetzt mit dem allergrößten Vergnügen in diese kleine, leistungsstarke Gespensterfalle. In der linken Hand hielt Tom eine Gespensterfalle. Sie war viel kleiner als das Gespenst, aber er wusste, sobald auch nur ein Zipfel des Gespenstes in die Falle hineingezogen würde, würde sie den Rest blitzschnell einsaugen. Doch keinem war aufgefallen, dass die Schwester des Pastors zurückgekommen war. Sie hatte gesehen, dass Tom das Gespenst überwältigt hatte. Und nun tat sie das Dümmste, was sie tun konnte. Sie stieß Tom zur Seite, um das Gespenst zu verprügeln. Hey, was soll das? Oh nein! Nicht jetzt schuld sein, du! Bevor Tom oder Hedwig etwas tun konnten, drosch sie dem Niprosbeck einen Schürhaken aus Metall auf den Kopf. Hast du es Auge um Auge, Zahn um Zahn? Das steht schon so in der Bibel! Obwohl die Frau wie wild geworden zuschlug, war schon am Geräusch zu hören, dass diese Gewalttat keinen rechten Erfolg hatte. Und tatsächlich, kaum hatte der Schürhaken das Niprosbeck ein paar Mal berührt, wurde der Haken am vorderen Ende weich und wabbelig wie eine Lakritzschnecke und sehr heiß. Meine Hand! Ah! Sie ließ den Haken fallen und rannte in die Küche, um ihre Hand unter den Hahn mit dem kalten Wasser zu halten. Der Geist nutzte die Verwirrung und rauschte an Tom vorbei hinaus in die neblige Nacht. Verdammt nochmal, ich hatte ihn! Keine Zeit für Selbstmitleid. Ich bin sicher, er flüchtet in die Kirche. Hier, nimm den Rucksack. In die Kirche? Oh Gott, oh nein! Mein Bruder ist gerade in der Kirche, oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wie soll das enden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Auch das noch! Kann man denn hier nirgendwo in Ruhe ein Gespenst fahren? Hoffentlich finden wir es hier. Wir müssen nach vorn. Es könnte die Orgel als Versteck nutzen. Der Energiemelder zeigt mittlere Stärke an. Ich habe wirklich einen gewaltigen Schreck bekommen, als dieses Scheusal dich berührt hat. Aber Kompliment. Man kann sich wirklich auf dich verlassen, junger Mann. Ich brauchte ja nur auf die Gürtelschnalle zu drücken. Gut, dass der Gürtel fast bis zur Schulter hochgeht. Ja, fast wie eine Schutzweste. Aber es pritzelt sehr unangenehm, wenn der Schutzschild sich aufbaut. Als würden ungefähr 5000 Feuerameisen auf einem herumkrabbeln. Immer noch besser, als im Krankenhaus zu landen. Ja, oder auf dem Friedhof. Hast du die Falle griffbereit? Schon in der Hand. Wo ist eigentlich der Pastor? Egal, das ist Niprosbeck. Denk dran, sobald es nah genug ist, wirfst du die Kugel. Wenn du das Niprosbeck triffst, gerät es unweigerlich in die Kugel und ist gefangen. Wenn du es verfehlst, kann es sehr ungemütlich werden. Aber es ist nicht nah genug. Das weißt du doch noch. Beschimpfungen helfen. Ach ja. Aber nicht mit zittriger Stimme, hm? Gar nicht. Und los, bevor es wieder abhaut. Hör mal, du graue Pappe. Nicht so ängstlich. Mach ihn an, mach ihn fertig. Okay, okay. Hör mal, du weißäugige Graupappe. Sowas Peinliches wie dich gibt's ja wohl kein zweites Mal. Bist du ein Stück verstaubte Kohle? Klasse. Ah, jetzt weiß ich es. Du bist einem Feuergeist zu nahe gekommen. Und der hat dich in ein Stück Rußpapier verwandelt. Super. Das bereust du. Es klappt, er ist schon viel näher. Nein, jetzt weiß ich es wirklich. Du bist einfach nur ein Stück billige, übergeschnappte, stinkende Dachpappe. Das bereust du sehr. Schnell, jetzt kommt's drauf an. Du rußende Pestpuste, komm doch ran, wenn du dich traust. Das bereust du bitterlich, denn ich bin der 12. Bote. Was meint ihr damit? Was bedeutet das? Er wird dich vernichten. Wer, verdammt nochmal? Wer? Spuck's aus. Lass dich nicht verwirren. Pass auf, es öffnet sein Maul. Schnell, schalte den Hyperschallfilter ein. Ja!
Der Schrei war im ganzen Dorf zu hören gewesen. Mir war es nicht gelungen, den beiden schnell genug in die Kirche zu folgen. Und so vermutete ich, die Jagd auf das Gespenst wäre ein zweites Mal schiefgegangen. Aber in Wahrheit hatte alles hervorragend geklappt. Tom hatte rechtzeitig den Hyperschallfilter eingeschaltet, der ihn vor dem Angriff auf seine Ohren schützte. Und er hatte zielsicher die Falle auf das Neprosbeck geschleudert. Als ich die Kirche betrat, ich verhielt mich wie eine interessierte Touristin, hob Hedwig Kümmelsaft gerade die Kugelfalle auf, die nach Toms perfektem Wurf noch ein Stück über den Boden der Kirche gerollt war. Wunderbar geworfen, mein Lieber, das habe ich selten besser gesehen. Bin ganz zufrieden. Das ist schon verrückt. Der Neprosbeck steckt in der Kugel wie eine Fliege im Bernstein. Ja. Komisch, wie klein der geworden ist. Ah, viel zerstört hat er offenbar nicht. Der Statue dort fehlt der Kopf und mit dem Rednerpult hat er Weitwurf geübt. Na gut, aber ansonsten ist alles ganz manierlich hier. Ich frag mich nur, wo der Pastor steckt. Vielleicht hat er den Fehler gemacht, seinen spukenden Besucher zu berühren. Dann liegt er jetzt irgendwo wie ein Brett herum und rührt sich frühestens in einem Monat wieder. Gut möglich. Hallo. Ist hier jemand? Hören Sie mich? Hier bin ich, unter der Altarplatte. Ach du lieber Himmel. Können Sie sich bewegen? Sind Sie in Ordnung? Ich habe ein Sirren in den Ohren. Auch wenn es weiter nichts ist. Aber ansonsten geht es wohl. Sie können da rauskommen. Ihr ungebetener Gast schwört hier nicht mehr herum. Na, da bin ich aber froh. Und er wird auch so schnell nicht wieder hierher kommen in Ihre Kirche. Wirklich nicht? Keine Sorge. Wunderbar. Das war ein sehr ungehobelter Besucher. Das kann ich mir vorstellen. Ich muss schon sagen, völlig unangemessen sein Verhalten, miserables Benehmen. Was hat er denn angestellt? Ich sag's mal so. Ich freue mich über jeden, der unsere Kirche besucht. Auch wundersame Typen dürfen hier Besinnung finden. Aber der nicht noch einmal, der nicht. In anderen Kirchen mag das Werfen mit Kerzenständern, Stühlen und Rednerpulten vielleicht als modern gelten. In meiner Kirche kann das nicht geduldet werden. Kann ich gut verstehen. Ebenso wenig das Umwerfen von alten Skulpturen. Sehen Sie, dem heiligen Antonius fehlt jetzt ein Ohr. Sie haben den Randalierer nicht angefasst. Keine Sekunde habe ich daran gedacht. Oh, Glück gehabt. Man könnte sagen, ich habe ihn spüren lassen, dass ich ihn nicht mag. Ich habe mich geweigert, ja, nach kurzem Nachdenken, geweigert, dem Herrn die Hand zu schütteln, obwohl er sie mir immer wieder entgegengestreckt hat. Sie ahnen ja gar nicht, was Sie für einen Schutzengel hatten. Halleluja. Bitte, ja. Hochzufrieden machten sich Hedwig und Tom auf den Rückweg ins Gasthaus. Tom hatte seine Aufgabe gelöst. Und ganz besonders freute er sich darauf, Herrn Schleimblatt seinen Gefangenen zu präsentieren. Doch noch auf dem Weg änderte sich plötzlich die Stimmung bei beiden. Tom, irgendwas stimmt hier nicht. Wie meinen Sie das? Ich habe ein sehr komisches Gefühl im Bauch. Wie? Es ist genau das Gefühl, das ich hatte, bevor ich das einzige Mal bisher bei der Gespensterjagd in tödliche Gefahr geraten bin. Das war in England und es war nicht zum Lachen. Ich sage dir, hier stimmt was nicht. Naja, eins steht fest. Dieses Dorf ist ein Geister- und Gespensternest. Wie hat der Hornhobel das gesagt? Das Dorf zieht die Geister an wie ein Kuhfladen, die fliegen. Ehrlich gesagt, nach Kuhfladen riecht's ja auch überall. Die Matschepampe auf den Straßen wird immer mehr. Du sagst es. Und die Häuser sind schief und krumm. Fast alle haben Risse. Als ob von unten jemand die Fundamente kaputt macht. Was hat dieser Geist bloß mit dem 12. Boten gemeint? Es war wie eine Drohung. Ich bin der 12. Bote. 12? Er hat auch 12 gesagt. Wer? Na, Hornhobel. 12-mal hat er schon Geister und Gespenster gemeldet. Und unser Geist sagt uns, dass er der 12. Bote ist. Und das alles passiert, während dieser Ort im Modder verblubbert. Was will der denn hier? Wahrscheinlich sind Sie jetzt stocksauer auf mich. Vor allem bin ich sprachlos. Du hattest uns versprochen, das Zimmer nicht zu verlassen. Ich konnte einfach nicht im Zimmer bleiben. Die Sache wird zu gefährlich, viel
zu gefährlich. Was wird gefährlich? Der Schlamm wird immer mehr. Herr Hornhobel steht schon in Gummistiefeln an der Rezeption. Und gerade ist eine Schlammfontäne mitten auf der Straße hochgespritzt. So hoch, dass vor unserem Zimmer das Fenster jetzt voll Schlamm ist. Und deswegen bist du da raus und gefährdest das Diplom von Tom? Wegen ein paar durchgedrehter Schlammgeister? Schlammgeister sind harmlos. So glaubt mir doch, es sind keine. Ich kenne doch meine Kollegen. Es riecht hier nicht nach Schlammgeistern. Es riecht nach Gefahr, nach tödlicher Gefahr. Was für Kollegen glaubst du denn, sind hier unterwegs? Ich weiß es nicht, aber ich habe Angst. Das gebe ich zu. Ich hätte fast in die Hose gemacht vor Angst. Aber ich habe ja gar keine Hose. Hugo, du willst uns auf den Arm nehmen. Das ist nicht in Ordnung. Ich schwöre, ich meine es ernst. Und ich muss euch warnen. Unbedingt warnen. So kenne ich dich ja gar nicht. So aufgelöst. Ihr dürft auf gar keinen Fall diesen Geist fangen. Hört ihr? Rührt ihn nicht an. Unter gar keinen Umständen. Zu spät, mein Freund. Wir haben ihn schon. War leichter, als wir dachten. Das ist entsetzlich. Eine Katastrophe. Nun sag doch endlich, was los ist. Dieser Zettel. Ich habe ihn gefunden. Unter deinem Kopfkissen. Ein Zettel? Wer wusste denn, dass ich hier überhaupt bin? Na mal sehen. Der Todesgeist ist hungrig. Er wird sich auf den Weg machen, denn er ist der 13. Bote, der auf den 12. folgt. Auch wenn es... Das ist so krakelig, das kann ich nicht lesen. Auch wenn es euch einfach erscheinen mag, fangt nicht den 12. Boten. Denn wenn ihr das tut, macht sich der Todesgeist sofort auf den Weg. Verschont ihr den 12. Boten, dann bleibt euch noch Zeit für die Flucht. Der Todesgeist ist der 13. Bote. Schleimblatt, du Schweinehund! Schickst uns für ein harmloses Diplom in diesen Ort? Lockst uns hierher? Und genau in die Falle. Wir hätten das Neprospekt nicht fangen dürfen. Wusste er das etwa? Will dieser Schleimblatt, dass wir sterben? Schon möglich. Wir sind jedenfalls Gespensterjäger in großer Gefahr. Aber noch können wir was tun. Noch können wir was tun. Wir werden kämpfen, Professor Schleimblatt. Das schwöre ich dir. Gespensterjäger in großer Gefahr. Hugo? Ja? Hast du manchmal Angst? So richtig, meine ich. Und ob ich Angst habe? Ich habe immer Angst, dass ich als Gespenst nicht ernst genommen werde. Das meine ich aber nicht. Es interessiert dich überhaupt nicht. Aber ja, ich weiß doch, dass du ein verkanntes Genie bist. Ein Spitzengespenst, das zu Unrecht immer noch als MOG durch die Gegend schwebt. Mittelmäßig unheimliches Gespenst. Eine ungeheuerliche Ungeheuerlichkeit. Ja, und siehst du, ich habe Angst, dass es so bleibt. Meine Angst ist schlimmer. Deine Angst? Das kenne ich ja gar nicht von dir. Tom, der unerschrockene Gespensterjäger, und du redest von Angst? Ja, nur mit dir. Oh, danke für dein Vertrauen. Aber was kann ich denn da tun? Mir sagen, ob du als Gespenst richtig schlimme Angst kennst. Na ja, richtig schlimm ist zum Beispiel die Angst, sehr krank zu werden. Oder die Angst zu sterben. Ja, das meine ich. Weißt du, ich bin ja schon tot. Das ist natürlich ein Vorteil, so gesehen. So gesehen, ja. Andererseits, von einem schlimmen Gespenst vertrieben zu werden, das kann wie Sterben sein, wenn man dann von seinen Freunden für immer weg ist. Für immer weg sein. Ja, davor habe ich Angst. Es ist wegen der nächsten Nacht, stimmt's?
Ich habe so einen bösen Traum gehabt. Ich habe geträumt, mich erwischt sein Blick. Der Blick des Todesgeistes? Mhm. Aber du hast doch deine Schutzbrille. 1A Wertarbeit von Hedwig Kümmelsaft. Vielleicht geht was schief. Jetzt hör mal, wir sind ein unschlagbares Team bei der Gespensterjacht. Hörst du? Und wir haben immer zusammengehalten, wie eine Eins. Stimmt's? Stimmt. Und jetzt, wo wir das Gefährlichste erleben, was wir jemals erlebt haben, wird sich nichts daran ändern. Aber es ist wirklich saugefährlich, oder? Könnte man so sagen. Aber wir schaffen das. Kannst du jetzt schlafen? Vielleicht. Und noch was, Tom, das weißt du ja noch gar nicht. Was denn? Ich habe in meiner Freizeit einen Kurs belegt. Zusatzausbildung, Gespensterförderprogramm. Das war ein Schutzengelkurs, verstehst du? Das kommt doch gerade recht. Hm? Danke, Hugo. Ich glaube, ich werde ihn brauchen können, den Schutzengel Hugo. Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 2. Kurz vor der Ortseinfahrt Moorweiher gesperrt. Die Polizei empfiehlt, den Ort Moorweiher weiträumig zu umfahren. Die Straßen des Dorfes sind wegen Verschlammung unpassierbar. Die Schlammwarnung ist nicht übertrieben. Der Schlammteppich, der sich über den kleinen Ort Moorweiher gelegt hat, ist inzwischen so hoch geworden, dass nur noch Trecker durch den Matsch kommen. Aber es fahren keine Trecker mehr. Es fährt überhaupt nichts. Moorweiher liegt da wie ausgestorben. Abgehauen. Die Leute sind alle weg. Sogar ihre Tiere haben sie mitgenommen. Das ist Tom. Ohne den diese ganze Geschichte nicht passieren würde. Tom ist zwar noch ein Kind. Ich bin schon 11. Aber trotz seiner Jugend schon ein erfolgreicher Gespensterjäger. Ein absolutes Naturtalent. Ohne Hedwig Kümmelsaft hätte er dieses Talent nie entdeckt. Sie hat gemeinsam mit Tom schon sehr üble Gespensterexemplare besiegt. Ohne mich hätten Hedwig und Tom aber ganz schön alt ausgesehen. Hugo ist kein übles Gespenst, aber eindeutig ein Gespenst. Ein gutmütiges, lieb, harmlos. Gut für Hedwig und Tom, aber nicht für ihn. Weil er so ist, wurde Hugo in die Kategorie MUG eingestuft. Mittelmäßig unheimliches Gespenst. Es ist zum Heulen. Ja, ihm gefällt das nicht. Aber er trägt sein Schicksal mit großer Haltung. Verdammter Dreck aber auch. Ich könnte brechen. Nach Moorweiher sind die drei gefahren, weil Tom hier die Prüfung für sein Gespensterdiplom machen soll. Ein gewisser Herr Schleimblatt von der Prüfungskommission hat ihn hergeschickt. Du weißt hoffentlich, dass wir hier nicht auf einem Kindergeburtstag sind. Das dritte Gespensterjägerdiplom wird nur von sehr erfahrenen Gespensterjägern abgelegt. Merkwürdiger Typ, dieser Schleimblatt. Wie sich herausstellte, hat Herr Schleimblatt noch eine Rechnung mit Hedwig Kümmelsaft offen. Tom hat gleich gemerkt, dass Herr Schleimblatt sie nicht mag. Nicht mag? Er hasst Hedwig Kümmelsaft. Das könnte erklären, warum er sich diesen Ort für Toms Prüfung ausgedacht hat. Hier herrscht nämlich Chaos. Für die Prüfung sollte ich nur ein ziemlich harmloses Gespenst der Gefahrenkategorie 3 besiegen und einfangen. Das hat er auch 1a geschafft. Das Gespenst war übrigens ein Neprospek. Das ist die Abkürzung für Negativprojektion einer Spukerscheinung. Sieht sehr unheimlich aus, so ein Neprospek. Vor allem die Augen. Schneeweiße, kalt leuchtende Pupillen. Außerdem schleudert es hinterhältig Gegenstände auf Menschen. Aber Tom hat nicht lange gefackelt und es mit einer magischen Kugel beworfen. Wunderbar geworfen, mein Lieber, das habe ich selten besser gesehen. Seitdem ist es gefangen, eingeschlossen in der Glaskugel wie eine Fliege im Bernstein. Da hätten wir dann eigentlich abreisen können. Toms Aufgabe war ja gelöst. Aber dann war da die Sache mit dem 12. Boten. Und der Zettel. Unter meinem Kopfkissen. Der Reihe nach. Als Tom das Neprospek einfing, schleuderte es ihm eine finstere Drohung entgegen. Ich bin der 12. Bote! Er wird dich vernichten! Zugegeben, die Stimme war ziemlich unheimlich, aber auf die Worte gaben Hedwig und Tom nicht viel. Der 12. Bote, was sollte das schon sein? Doch wenig später wurde die Sache sehr unbehaglich. Die Zahl 12. Der Wirt unseres Gasthauses hat erzählt,
dass es in Moorweiher ja genau 12 verschiedene Spukerscheinungen gegeben hat. Das Neprosbeck war tatsächlich der 12. Spuk. Und dann entdeckte Hugo einen Zettel unter Toms Kopfkissen im Gasthof. Als Tom den Zettel vorlas, stockte allen der Atem. Der Todesgeist ist hungrig. Er wird sich auf den Weg machen, denn er ist der 13. Bote und auf den 12. folgt. Auch wenn es... Das ist so krakelig, das kann ich nicht lesen. Mal. Auch wenn es euch einfach erscheinen mag, fangt nicht den 12. Boten. Denn wenn ihr das tut, macht sich der Todesgeist sofort auf den Weg. Der Todesgeist ist ganz genauso gefährlich, wie er sich anhört. Treffen sich die Blicke eines Todesgeistes und eines Menschen, bleiben dem Menschen nur wenige Stunden. Außer einer Schutzbrille gibt es kein Abwehrmittel gegen einen Todesgeist. Kurz und gut. In diesem kleinen Nest Moorweiher deutet alles auf gewaltige Spukkräfte hin, die Tom durch das Einfangen des Neprosbeck endgültig entfesselt hat. Natürlich hat Professor Schleimblatt das gewusst. Der hat Tom und mir eine Falle gestellt. Es ist wie kurz vor einem Vulkanausbruch. Überall auf den Straßen und Gehwegen wabern Blasen aus dem von unten hervorquellenden Schlamm. Mehrere Häuser des Ortes sind schon seitlich abgesackt und drohen einzustürzen. In so einer Situation kann man nicht einfach abhauen. Da muss man helfen. Also hat Hedwig Kümmelsaft dafür gesorgt, dass die Dorfbevölkerung informiert wurde. Alle haben sich in Sicherheit gebracht und das Dorf verlassen. Ich bin da allerdings eine Ausnahme. Verzeihung, ich sollte mir noch vorstellen. Cordula Flunder mein Name. Ich bin Reporterin beim Löbinger Lauffeuer. Ich halte die Ereignisse für die Nachwelt fest. Die Dame geht recht forsch zu Werke. Nicht, dass sie uns um Erlaubnis gefragt hätte, bevor sie sich an unsere Fersen geheftet hat. Dass sie unsere Gespräche belauscht, das kennen wir ja schon. Soll mir jetzt egal sein. Wir haben anderes zu tun, als Reporter zu vertreiben. Hat ja vielleicht auch sein Gutes, dass die Menschen davon erfahren, falls wir... Falls wir was? Ist schon gut. Wir sollten weitermachen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Es steht also fest, dass außer dieser Reporterin niemand mehr im Dorf ist. Nur noch ich, Hedwig Kümmelsaft. Ich, Tom Tomski. Und ich, der unvergleichliche Hugo. Und ich, Erwin Hornhobel. Der Wirt vom Gasthaus zur letzten Runde. Herr Hornhobel? Packen Sie zusammen, was Sie noch vor dem Schlamm retten wollen und bringen Sie sich in Sicherheit. Schätze, Sie können ein wenig Hilfe gebrauchen. Meinen Sie das ernst? Diese Gespenster haben mir noch nie sehr viel Angst gemacht. Ich war früher mal Boxer, bevor ich das Gasthaus von meiner Tante geerbt habe. Und ich gebe erst auf, wenn ich K.O. bin. Verstehen Sie, was ich meine? Tom, haben wir noch eine Schutzbrille? Ich glaube, im Koffer ist noch eine Ersatzbrille. Gut. Es passiert uns wirklich nicht oft, dass uns jemand seine Hilfe anbietet. Können Sie uns noch etwas mehr über dieses Dorf sagen? Wieso gespenstert es ausgerechnet hier so viel? Ach, die Alten sagen, hier gab es vor langer Zeit ein düsteres Verbrechen. Ich vermute eher was anderes. Was vermuten Sie? Es gibt direkt vor dem Dorf ein Dutzend Findlinge. Kreisförmig angeordnet. Große Steine. Vor 4000 Jahren von Menschen dahin geschleppt. Eine Kultstätte. Ein Opferplatz. Vermutlich. Man hat nie Näheres dazu herausgefunden. Ein Archäologe hat da mal mit Grabungen begonnen. Er ist spurlos verschwunden. Seitdem geht da niemand gern hin. Ich hab was gefunden. Im Internet? Über den 12. Boten? Über den noch nichts. Aber hier, Spukerscheinungen in Moorweiher. Klicken Sie hier unser Audio an. Soll ich? Worauf wartest du? Moorweiher ist ein kleines Dorf am Rand eines Sumpf- und Moorgebietes, das heute weitgehend trockengelegt ist. Archäologen vermuten, dass es unweit des Dorfes in vorchristlicher Zeit eine Kult- und Opferstätte gab. Grabungen, die näheren Aufschluss darüber geben könnten, wurden aus unbekannten Gründen abgebrochen und nie fortgesetzt. Möglicherweise existiert ein unterirdisches Gespensternest, das beträchtliche Gefahren birgt. Moorweiher fällt seit längerem durch vermehrtes Auftreten von Geistererscheinungen auf. Als gesichert kann das Auftreten folgender Geister gelten. 3 Sumpfgeister der Gefahrenkategorie 1. 2 Nebelgestaltenformer der Gattung B. Tückisch, aber nicht lebensbedrohlich. 2 Hispex, historische Spukerscheinungen mit mittelstarker Gewaltbereitschaft. 1 MUG, 2 SGHs sowie 1 WHV. SGH? Schwarze Geisterhunde, die haben üblen Mundgeruch. Und WHVs? Das sind Windhosenverwirbler, unangenehme Kollegen.
Die verwüsten alles, was in den Zimmern eines Hauses herumliegt. Zurzeit muss von einem Besuch des Ortes Moorweiher abgeraten werden. Sämtliche Versuche, mit Hilfe von Gespensterjägern die Geister zu vertreiben, schlugen fehl. Das deutet auf eine erhebliche Spukkraft hin. Alle hier erwähnten Gespenster zogen sich wieder eigenständig und freiwillig zurück. Experten befürchten, dass sie von einem ungleich stärkeren Geist befehligt werden könnten. Ein gemeinsamer Angriff der Gespenster auf das Dorf Moorweiher ist nicht völlig auszuschließen. Das sind ja großartige Aussichten. Man müsste also diesen stärkeren Geist aufspüren. Ich habe mitgezählt. 11 Geister kommen in der Aufzählung vor. Wenn Sie Ihren Gefangenen dazu nehmen, das Neprospeck, dann sind es genau 12 Geister. Dann hätte das Neprospeck also mit Recht gesagt, dass es der 12. Bote ist. Aber der Bote von was? Oder von wem? Moment mal. Ich hab da noch was. Hier wird noch ein Audio angezeigt, diesmal zum Thema 12. Bote. Jetzt wird's interessant. Und hier nun die Zusammenfassung der verfügbaren Informationen zum Thema 12. Bote. Die nachfolgenden Informationen sind für Hörer mit schwachen Nerven nicht geeignet. Für den Fall, dass Sie beim Hören dieser Informationen in Ohnmacht fallen, schließen wir jede Haftung unsererseits aus. Seit Beginn der Gespensterjagdforschung sind insgesamt 4 Fälle bekannt geworden, in denen Gespensterjäger einen Geist fingen, der sich als 12. Bote bezeichnete. Kurz nach der Gefangennahme des 12. tritt immer noch ein gefährlicherer 13. Bote in Erscheinung. Dies ist eine grauenerregende, mordlüsterne Spukform. Und alle Boten, auch der 13., sind Diener eines riesenhaften Ungeheuers, das die Gespensterforschung vor eines ihrer größten Rätsel stellt. Experten sprechen von den Stufen des Schreckens. Die ersten Boten gehören harmlosen Gespensterarten an. Aber die Gefährlichkeit der Boten steigert sich. Jeder Bote ist schlimmer als der vorherige. Als 12. Bote erscheint offenbar immer eine geisterhafte Negativprojektion, ein sogenanntes Neprospeck. Neprospecks waren bis vor kurzem überaus gefährlich, sind aber seit Erfindung eines speziellen Abschirmgürtels relativ leicht zu bekämpfen. Achtung! Man sollte der Verlockung, ein Neprospeck zu besiegen oder zu fangen, unbedingt widerstehen. Wer den Fehler begeht, den 12. Boten zu fangen, beschleunigt das Erscheinen des 13. Boten. Habt ihr das gehört? Oh, so ein Mist! Kann man wohl sagen. Den hättest du gar nicht fangen dürfen. Hat uns das vielleicht jemand gesagt? Wartet mal, da kommt noch was. Unangenehmerweise muss jetzt noch erwähnt werden, dass der 13. Bote unausweichlich ein Todesgeist ist. Die Begegnung mit einem Todesgeist verläuft, wann immer sich der Blick des Todesgeistes mit dem eines Menschen trifft, tödlich. Und zwar bedauerlicherweise für den Menschen. Der Tod tritt innerhalb von 1 bis 2 Stunden ein. Der Todesgeist gilt als höchst wirksame Abschirmung des eigentlichen Herrschers der Geisterwelt gegen seine Feinde. Wir sprechen von ihm als dem Dämonenfürsten. Auch Zargoroth genannt. Auch gut ausgebildete Gespensterjäger waren am eigentlichen Kampf gegen den Dämonenfürsten Zargoroth stets gehindert. Ihnen kam das eigene Ableben dazwischen. Sie waren vom Blick eines Todesgeistes getroffen worden. Ein interessantes Phänomen kann jedoch als gesichert gelten. Das Erscheinen des Dämonenfürsten wirkt sich auf alle Uhren der Umgebung aus. Ungefähr eine halbe Stunde, bevor der Dämonenfürst erscheint, beginnen alle Uhren rückwärts zu laufen. Die dadurch gewonnene Möglichkeit zur Flucht sollte unbedingt, ich wiederhole, unbedingt wahrgenommen werden. Man kann nicht sagen, dass es die Gespensterjäger kalt gelassen hätte, was sie gerade erfahren mussten über den grässlichen Dämonenfürsten und vor allem über den todbringenden 13. Boten. Aber Bange machen gilt nicht. Vor allem Tom hat so etwas wie die große Wut gepackt. Und er scheint eine Idee zu haben. Gerade hat er Herrn Hornhobel gebeten, alles an Backpulver und Scheuersand zusammenzutragen, was in der Küche des Gasthofes aufzutreiben ist. Und jetzt sitzt er da und erklärt Hugo und Hedwig seinen tollkühnen Plan. Scheuersand und Backpulver. Schrecklich. Was willst du denn mit diesen scheußlichen Sachen? Gespenster können das nicht ausstehen. Sag ich doch. Wenn man ein Gespenst mit einer Mischung aus Scheuersand und Backpulver bestreut, verlangsamen sich seine Bewegungen. Und das Wichtigste,
Es kann nicht mehr durch Mauern hindurch schweben. Jedenfalls eine Zeit lang. Ich verstehe gar nichts. Es ist viel leichter, so ein Gespenst zu verfolgen. Wen willst du denn verfolgen? Etwa mich? Nein, das Neprospekt. Das Neprospekt, mein junger Freund, ist gefangen. Das war mühsam genug. Und es wird gefangen bleiben. Wir müssen es freilassen. Ausgeschlossen. Es ist die einzige Chance. Das Neprospekt wird uns zu seinem Herrn führen, zu dem Dämonenfürsten, in die Gespensterzentrale. Aber was könnten wir in dieser Zentrale, wie du es nennst, überhaupt ausrichten? Wenn wir ihn einmal gesehen haben, wenn wir wissen, wie er aussieht, können wir bestimmen, zu welcher Sorte Geister er gehört. Und dann haben wir eine Chance, ihn zu bekämpfen. Du willst also so eine Art Aufklärungsaktion machen, ja? Genau. Spionage in der Kommandozentrale des Gegners. Ich traue mir das zu. Wir schaffen das. Selbst wenn ich diesem verrückten Plan zustimmen würde, es würde nicht klappen. Warum denn nicht? Das Neprospekt wird schweben und fliegen. Du kannst es unmöglich zu Fuß verfolgen. Wer redet denn von zu Fuß? Ich könnte doch... Du willst doch nicht etwa mit mir? Genau das. Es hat immer gut geklappt, wenn wir geflogen sind. Ich soll ein Aufklärungsflugzeug werden? Na, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wenn die Geister mich entdecken, machen die gewirbelten Wasserdampf aus mir. Aber du bist in dem Nebel da draußen so gut wie unsichtbar. Und in Geisterhöhlen blubbern immer Dämpfe, die dich tarnen werden. Es ist unverantwortlich, einen Jungen in so eine Höhle des Schreckens zu schicken. Aber man könnte das Hugo allein erledigen lassen. Allein? Das ist eine gewaltig unheimliche Sache. Ich bin aber kein gewaltiges, sondern ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Ach, jetzt fällt dir das ein? Aber es stimmt ja. Allein kann man so etwas Aufregendes sowieso nicht schaffen. Aber zu zweit, Hugo und ich, das könnte wirklich funktionieren. Mit Tom zusammen würde mir dieser Spionageausflug vielleicht sogar Spaß machen. Aber die schlimmste Gefahr, Tom, hast du gar nicht erst erwähnt. Einfach nicht angesprochen. Welche? Irgendwo da draußen wartet der Todesgeist auf einen wie dich. Tom, bitte sei vernünftig. Das ist doch nun wirklich überhaupt kein Problem. Ich trage doch die Schutzbrille. Immer. Ganz doll versprochen. Immer. Frau Kümmelsaft hat Toms Plan nach langem Zögern zugestimmt. Aber schon in dem Moment, als sie das nichtsahnende Neprospekt freiließen, hatte sie das Gefühl, die Exkursion könnte schiefgehen. Als hätte sie einen schlimmen Fehler begangen. Dabei klappte am Anfang alles wie am Schnürchen. Neprospekt freigelassen, es mit einer ordentlichen Fuhre Backpulver und Scheuerpulver bestäubt und dann hinterher. Es war ein schönes Bild, wie sie abrauschten. Das schlingernde Neprospekt und seine heimlichen Verfolger. Aber die folgenden Stunden, ein Albtraum für Hedwig Kümmelsaft. Sie hört nichts von den beiden. Tom und Hugo bleiben verschwunden, viel länger, als es verabredet war. Ich werde wahnsinnig, ich drehe durch hier, ich drehe am Rad. Obwohl Hedwig Kümmelsaft berühmt ist für ihre starken Nerven, jetzt ist sie am Ende. Sie kommen nicht zurück, sie sind vernichtet. Und ich hab's nicht verhindert. Ich bin schuld. Ich werde Tom nie wiedersehen, nie wieder. Stunden später als besprochen, da sind sie. Sie nähern sich. Ein bisschen wackelig die Flugtechnik von Hugo, aber sie sind es beide. Endlich. Ist alles in Ordnung mit euch, Tom, mein Schatz? Junger Mann, bist du okay? Lassen Sie ihn doch erst mal absteigen. Na nun, lass dich mal drücken, du Held. Du bist ja eiskalt. Hast du deinen Schal nicht richtig umgemacht? Ich friere auch sehr. Und du siehst elend aus. Müssen dich ein bisschen aufpäppeln, was? Oder muss ich mir etwa Sorgen machen? Ja, das müssen Sie. Ich fürchte, ja. Was soll das heißen? Ist der Zargoroth hinter euch her? Der Dämonenfürst? Ich will es erklären. Lassen Sie Tom reden, bitte. Also, man könnte sagen, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht. Der Zargoroth, wir haben es tatsächlich in seine Höhle geschafft. Er ist ein minotaurischer Dämon mit einem Menschenkörper und einem Stierkopf. Ein minotaurischer Dämon? Ich dachte, diese Wesen wären seit 400 Jahren ausgestorben. Tja. Worauf er auf jeden Fall Appetit hat, ist Blut. Das haben wir schon rausbekommen. Sind die anderen Geister tatsächlich auch in dieser Höhle gewesen? Genau wie wir vermutet haben. Er hat ein ganzes Heer von Geistern der zweiten und dritten Gefahrenstufe um sich geschart. Glaubt ihr, dass er ins Dorf kommt?
Hugo und ich sind ziemlich sicher, was aufgeschnappt zu haben. Mit Hilfe des Übersetzungsgeräts. Ich glaube, er kommt noch vor Tagesanbruch. Und die ganze wilde Truppe kommt natürlich mit. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. So schnell werden wir kaum einen Kampf vorbereiten können. Aber jetzt mal her mit der guten. Mit der guten? Ja, mit der guten Nachricht. Das war aber doch die gute Nachricht, dass wir in der Höhle waren. Dass wir ihn überhaupt gesehen haben. Wenn das die gute war... Sag's ihr. Die schlechte Nachricht ist, wir haben auch den 13. Boten getroffen. Den Todesgeist. Er muss uns aufgelauert haben. Er hat mich angesehen und ich habe ihn angesehen. Ich hatte die Schutzbrille zum Putzen abgenommen. Auf diesen Moment muss er wohl gewartet haben. Tom. Naja, da kann man wohl nichts machen, schätze ich. Wenn ich alles richtig mitbekommen habe über den 13. Boten, dann habe ich jetzt wohl noch eine knappe Stunde zu leben. Nein. Unsinn. Red nicht so etwas. Mir fällt was ein. Es ist, als ob sich meine Arme und Beine langsam in Eis verwandeln. Aber es tut nicht weh. Es ist nur kalt. Ruhe. Bring Tom ins Bett, schnell. Ist gut. Und lass ihn nicht aus den Augen. Ich bin gleich wieder bei euch. Ist lieb von euch, aber man kann doch nichts machen. Ich weiß es ja. Ihr müsst nicht so tun. Gegen den Blick eines Todesgeistes gibt es kein Rezept. Oh doch, mein Junge. Es gibt etwas. Aber es muss schnell gehen. Und ich habe es noch nie ausprobiert. Hornhobel, gut, dass Sie hier sind. Schnell! Was ist denn mit Ihnen los? Es geht um Leben und Tod. Helfen Sie mir. Ja. Ich benötige Pinienöl. Fieberklee. Rote Beete-Saft. Außerdem eine Rotlichtlampe. Wärme, verstehen Sie? Besser zwei davon. Und das Wichtigste, einen Staubsauger. Ein Staubsauger. Es muss ein starker Sauger sein. Davon hängt es ab. Alles, hören Sie, alles hängt davon ab. Trinken Sie einen Schluck. Hier, das ist Wasser. So viel Zeit muss sein. Es ist was mit dem Jungen. Haben Sie die Sachen? Das meiste habe ich hier, Frau Kümmelsaft. Der Staubsauger ist im Flurschrank. Der ist super, dafür bürge ich. Das Ding würde sogar einen Elefanten vom Teppich saugen. Gut, die anderen Sachen. Rotlichtlampen habe ich keine, aber die gibt's in der Apotheke. Da breche ich die Tür auf. Kann da bestimmt auch das Öl und den Klee finden. Bin in 10 Minuten zurück. Rote-Bete-Saft ist hier im Kühlschrank. Danke, klingt gut. Hören Sie, den Jungen kriegen wir wieder hin. Das fühle ich. Es war aufwendig und ein Wettlauf mit der Zeit. Zuerst wurde Tom mit den Rotlichtlampen ein wenig aufgetaut. Dann musste er das scheußlichste Getränk seines Lebens trinken. Und schließlich hat ihn Herr Hornhobel festgepackt und wie einen Schraubstock seine Brust gequetscht. Gleichzeitig hat Frau Kümmelsaft den Staubsaugerschlauch direkt an sein Ohr gehalten. Erst an das rechte, dann an das linke. Und dann sind tatsächlich Rauchschwaden aus Toms Mund gekommen. Seltsame, gräulich weiße Rauchschwaden. Auch aus den Ohren. Der Junge hat aus den Ohren gequalmt wie mein Teekessel. Hab ich das? Ich dachte wirklich, du bist hin. Hab mir schon überlegt, was für eine Art Geist wohl aus dir werden wird. Ich war auch ziemlich sicher, dass ich in dieser Nacht auf die Geisterseite wechsle. Es war knapp, mein Freund, sehr knapp. Ja, ich weiß. Und jetzt sage ich dir was. Wir sind noch vor keinem Geist ausgerissen. Aber es gibt immer ein erstes Mal. So wie der Fall hier liegt, sollten wir unsere Sachen packen und verschwinden. Was? Du kannst dich in deinem geschwächten Zustand unmöglich mit einem minotaurischen Dämon anlegen. Aber sicher kann ich das. Ich bin so gut wie neu. Ganz bestimmt. Dieser Dämon Zagoroth gilt als 8. Gefahrenstufe. Ich weiß. Hörst du, 8. Überlebenschance für den menschlichen Herausforderer 0,2%. Das kann ich ausrechnen. Das heißt, von 1000 Kämpfern schaffen es 2. Und die auch nur mit Glück. Ich werde nicht nach Hause fahren und dieses stierköpfige Biest ein Dorf nach dem anderen verwüsten lassen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem hat dieser Typ ja wohl den Todesgeist losgeschickt, der mich um ein Haar ausgepustet hätte. Und das nehme ich ihm übel. Verdammt übel. Das war ja eine richtige Ansprache. Alle Achtung. Es gibt einen Bericht über einen minotaurischen Dämon, der sich vor 600 Jahren in Frankreich rumtrieb. Ich muss noch mal ins Netz. Da habe ich das nämlich nachgelesen. Lass den Computer aus. Ich kenne den Bericht, den du meinst. Es soll tatsächlich damals gelungen sein, den Minotauren zu besiegen. Die Methode wird beschrieben. Aber das kann natürlich alles geflunkert sein. Und selbst wenn es nicht geflunkert ist, die Methode ist riskant. Außerdem bräuchten wir für die Ausführung etwas, das sich in Moorweiher bestimmt nicht auftreiben lässt. Ein Schwert. Moment mal. Ein Schwert? Ja. Der alte Benno Hirschkorn hat mal eins beim Pflügen gefunden. Ha! Das Ding hing jahrelang über seinem Sofa. Wo ist es jetzt? Auf dem Speicher. Als Benno gestorben war, wollte seine Frau überm Sofa nicht mehr haben. Können Sie nachsehen, ob das Schwert noch da ist? Klar. Ich habe heute Nacht schon so manche Tür aufgebrochen.
Was für eine Nacht. So neblig und düster. Ich bin mir nicht sicher, was ich mir wünschen soll. Dass das Schwert fort ist oder dass unser Freund Hornhobel es findet. Das Schwert sieht gemein aus, so als könnte man damit Gespenster in zwei Stücke schneiden. Sie merken, Herr Hornhobel, dieses Schwert vermag es Gespenstern Respekt einzuflößen. Jetzt, wo das Schwert da ist, kommt es jetzt zum großen Kampf? Das will ich nicht allein entscheiden. Ich erzähle euch jetzt, was in dem einzigen Bericht steht, der einen Kampf gegen einen minotaurischen Dämon beschreibt. Ein gewisser Eugène de la Motette hat es im 16. Jahrhundert tatsächlich geschafft. Motet errichtete mit großer Sorgfalt eine Falle. Dazu legte er einen Kreis aus leicht entzündlichem Material aus, aber er zündete das Feuer noch nicht an. In die Mitte des Kreises stellte er den einzigen Köder, dem ein minotaurischer Dämon nicht widerstehen kann. Ich tippe auf Blut. Treffer, Tom. Ein Eimer voller Blut. Herr Hornhobel. Ja? Meinen Sie, dass Sie von irgendwoher wenigstens eine Blutkonserve auftreiben können? Na, wir können das dann mit Rote-Bete-Saft strecken. Die Krankenstation in der Kreisstadt. Da arbeitet meine Nichte, die kann ich anrufen. Sehr gut. Der Weg wird mich aber eine Stunde kosten, hin und zurück. Wenn Sie nicht im Schlamm stecken bleiben. Ich werde den Trecker nehmen. Bin schon unterwegs. Jetzt möchte ich aber endlich hören, wie das damals mit diesem Herrn Motte weiterging. Motet. Das ist Französisch, Hugo. Ja, ich bin eben nur mittelmäßig gebildet. Motet stellte also die Schüssel mit dem Blut in die Mitte seines vorbereiteten Feuerkreises. Dann versteckte er sich wenige Meter von der Falle entfernt. Bestimmt hat er eine Fackel dabei und Zündhölzer. Wahrscheinlich. Jedenfalls kam es tatsächlich so, wie er gehofft hatte. Der Dämonenfürst ist gekommen? Naja, war ja auch eine Einladung zum Essen. Kaum war das Scheusal im Kreis, zündete Motet den Feuerring an. Dadurch konnte er nicht mehr abhauen. Oh doch, das hätte er gekonnt. Doch? Jederzeit. Das Feuer schirmte seine Gefolgschaft von ihm ab, versteht ihr? Keiner aus seinem gespenstischen Tross konnte ihm zur Hilfe eilen. Das hat sich dieser Motet gut überlegt. Und weiter? Was passierte weiter? Der Rest ist mutig und grausig. Motet packte sein Schwert und schlug den minotaurischen Dämon mit einem Schlag in der Mitte durch. Boah, ekelhaft. Danach schwanden Motet die Sinne. Kein Wunder. Hat er sich also doch als Weichei erwiesen. Hugo, solche Scherze sind jetzt unpassend. Na gut. Als der Mann aus seiner Ohnmacht erwachte, war der Dämon verschwunden. Ebenso seine gesamte Gefolgschaft, aber zwei riesige Hörner lagen im Schlamm. Wie in einem Actionfilm. Frei ab 16 und ich spiel mit. Wenn du dir einbildest, mit dem Schwert auf den Fürsten losgehen zu können, dann hast du dich aber geschnitten. Geschnitten, das passt. Warum? Du hättest keine Chance. Und das Schwert ist viel zu schwer für dich. Da ist was dran. Übernehmen Sie das mit dem Schwert? Es wird wohl auf mich zulaufen. Wir haben im Übrigen keine Wahl. Wir machen es genauso, wie Motet es gemacht hat. Also los. Wir müssen den Feuerkreis vorbereiten. 1, 2. Test. Klappt. Ich fange jetzt damit an, meine Erlebnisse in ein Mikrofon zu sprechen, um hinterher alles aufschreiben zu können. Für meinen Sensationsbericht im Löbinger Lauffeuer. Ich nehme das auch alles jetzt auf hier, um es hinterher beweisen zu können. Man steht schnell als Spinner da, wenn es um Gespensterberichterstattung geht. Also, noch ist es ruhig hier. Gerade ist Erwin Hornhobel eingetroffen, der Wirt des Gasthauses zur letzten Runde. Ihm ist es tatsächlich gelungen, zwei Blutkonserven aufzutreiben. Hedwig Kümmelsaft schüttet das Blut in diesem Moment in eine Blechschüssel, in die sie schon 2 Liter Rote-Bete-Saft hineingegeben hat. Dadurch soll eine größere Menge Blut vorgetäuscht werden. Erheblichen Aufwand haben die Gespensterjäger getrieben. Sie haben einen weiten Ring um die Schüssel gebaut, aus trockenen Hölzern, Reisig und benzingetränkten Lappen. Hinter einem Holzverschlag, keine 3 Meter von mir entfernt, haben sich die 3 Gespensterjäger auf die Lauer gelegt. Hedwig Kümmelsaft, Tom und Hugo das Gespenst. Und jetzt kommt auch Herr Hornhobel dazu. Hugo sieht aus wie immer, aber die 3 Menschen sehen sehr verändert aus. Seltsam, muss man sagen. Wie eine Kreuzung aus Feuerwehrmann und Taucher. Sie tragen feuerfeste Helme und Schutzanzüge. In der Hand hält jeder einen Funkenstäuber. Der schleudert im Bedarfsfall Funken und Flammen heraus.
Eine wirkliche Waffe, so hat es mir Frau Kümmelsaft erklärt, eine ernstzunehmende Waffe ist dieses Gerät nicht. Es kann einen Geist allenfalls irritieren und ihn ärgern, aber ihn unmöglich in die Flucht schlagen. Ernstzunehmender ist da schon das Schwert, das sich Frau Kümmelsaft in den Mantelgürtel gesteckt hat. Es scheint so schwer zu sein, dass sie ein wenig gebückt dasteht und nun abwartet, was passiert. Längst laufen alle Uhren in der Nähe rückwärts. Ja, die rückwärts laufende Uhr. Ein sicheres Zeichen für die bevorstehende Ankunft des Dämonenfürsten. Wir haben den Schlamm unterschätzt. Der Schlamm geht mir schon fast bis zum Hintern. Wie sollen wir uns hier nur bewegen? Beim Feuerkreis ist es noch nicht ganz so schlimm. Notfalls kann ich euch über den Schlamm heben. Aber solange Frau Kümmelsaft das Schwert dabei hat, kann ich euch nicht gleichzeitig tragen. Hört ihr das? Ich glaube, es geht los. Das zittert hier ja alles wie bei einem Erdbeben. Ich glaube, das Monster spaziert unterirdisch auf uns zu. Etwas Atemberaubendes geht hier vor sich. Die pampige, schlammige Masse, die sich über das gesamte Gelände gelegt hat, ist in Bewegung gekommen. Keine 50 Meter von mir türmen sich dünne Schlammringe auf. Sie bilden einen Kreis, einen Krater. Und offenbar dient dieser Krater als Ausgang, als Durchschlupf für den Dämonenfürsten. Sie kommen! Jetzt die Nerven behalten! Und nicht zu früh das Feuer legen! Wir müssen auf den Chef warten! Der Chef. Noch ist nichts zu sehen von ihm. Aber seine Gefolgschaft quillt aus dem Krater. Schlamm beschmiert, furchterregend, widerlich. Ein alter Bekannter ist einer der Ersten, das Neprosbeck. Und es ist eher schlecht gelaunt. Ich erkenne einen Nedugai, nebliger Dunstgeist, und einen wabernden Negev, Nebelgestaltenformer. Mehrere Hisbecks sind angetreten. Hisbecks sind historische Spukerscheinungen und sie sehen aus wie nahe Verwandte der blutigen Baronin. Im Auge behalten müssen unsere Freunde vor allem die SGHs, die besonders schnell sind und unberechenbar hin und her laufen. SGHs, wir kennen sie, das sind die schwarzen Geisterhunde. Noch nicht gesehen, aber als Drohung hier zu spüren, ist natürlich der 13. Bote. Auch ich habe eine luftdichte Schutzbrille von Frau Kümmelsaft bekommen. Wir wissen ja inzwischen, was dieser Todesgeist drauf hat. Ich kann erkennen, dass Tom seine Augen geschlossen hat. Konzentriert er sich? Oder will er dem Anblick des schlammtriefenden, stierköpfigen Zargorot entgehen? So klingt nur einer. Hört ihr? Ja, die Nerven behalten jetzt. Kaum ist der Zargorot aus dem Krater herausgebrochen, brechen die Wände des Kraters ein und das Loch schließt sich. Das Ungeheuer streckt sich nun und erreicht seine ganze Größe. Ein massiger Körper und an seiner Spitze ein gewaltiger Stierkopf. Wir reden hier über einen Geist, der so breit ist wie ein Elefant und so hoch wie ein Lieferwagen. Instinktiv sind die Gespensterjäger ein paar Schritte zurückgewichen. Sie ducken sich, um ja nicht entdeckt zu werden. Wie angewurzelt steht der Zargorot da. Er bewegt sich auf den Kreis mit der Schüssel zu. Groß ist die Erleichterung. Eine frühe Entdeckung seiner Gegner hätte alles zunichte gemacht. Noch ist das Monster allein im Kreis. Jetzt ist der richtige Moment, das Feuer zu entzünden. Die anderen Geister sind nicht allzu nah. Noch können sie durch ein Feuer von ihm abgeschnitten werden. Aber kein Feuer brennt. Warum nicht? Und ich sehe, die Blutschüssel ist jetzt bereits leer getrunken. Verdammt! Ich stecke im Schlamm fest. Ich komme nicht an den Kreis heran. Dann kriech auf allen Vieren. Lass dir was einfallen. Hugo, du kannst hinschweben. Zünde du den Kreis an. Hier, das Feuerzeug. Jetzt hat er was gemerkt. Jetzt dreht der Zargorot seinen Kopf. Er sieht seine Gegner. Doch endlich hat Hugo das hoch aufgeschichtete Brennmaterial erreicht und ja! Fantastisch, Hugo. Die Flammen umgeben ihn. Das mag er nicht.
Das mag er überhaupt nicht. In den nächsten Sekunden wird sich erweisen, ob der Plan der Gespensterjäger funktioniert. Wie eine Ameise wirkt Hedwig Kümmelsaft, die jetzt in den Feuerring tritt, geschützt von ihrem feuerfesten Anzug. Und jetzt stellt sie sich todesmutig direkt vor das Monster. Vielleicht geht jetzt alles ganz schnell. Dieser Ort gehört nicht dir, Zargoroth. Gib Frieden und lass dich nie wieder bei den Menschen blicken. Er hat Badu gesagt. Was heißt das? Kennst du das Wort? Ja, es heißt Würmermahlzeit. Er hat Hedwig Kümmelsaft als Würmermahlzeit bezeichnet. Oh, wartet sie. Sie muss das Schwert einsetzen, sonst ist die Überraschung weg. Soll ich übersetzen? Hast du das verstanden? Er hat gesagt, ich mache dich zu meiner Sklavin, du Würmerfraß. Ach ja? Das sehe ich anders, du Feigling. Du wirst dich wundern. Sie greift zum Schwert. Noch ist es unter ihrem Mantel verborgen. Was ist das? Etwas Unvorhergesehenes. Geisterhunde sind ihrem Herrn zu Hilfe gekommen, haben den Feuerkreis durchbrochen. Verschwindet, ihr widerlichen Viecher! Normalerweise sind Geisterhunde kein Problem für Hedwig Kümmelsaft. Es sind gerade mal Geister zweiter Kategorie. Aber jetzt kommen sie äußerst ungewöhnlich. Sie hängen sich an die Arme von Hedwig. Ihre Geisterzähne verursachen zwar keine Wunden, aber sie verhindern, dass Hedwig das Schwert heben kann. Ich helfe Ihnen! Du darfst nicht aus der Deckung gehen! Tom ist in den Feuerring gesprungen. Er richtet seinen Funkenstäuber auf die Hunde. Tom hat es geschafft, die Hunde zu vertreiben. Hedwig versucht, Tom zu Hilfe zu kommen. Und dabei rutscht ihr das Schwert aus der Hand und fällt zu Boden. Ihre Waffe! Sie hat ihre Waffe verloren. Was hier gerade passiert? Ein Albtraum. Der Zargoroth hat mit der linken riesigen Pranke soeben Hedwig Kümmelsaft gegriffen und mit der rechten Pranke Tom. Er hebt beide Pranken weit hoch zu seinem Gesicht. Er kostet ihn aus seinen Triumph. Was wird er mit Tom und Hedwig tun? Ich mag nicht daran denken. Es reicht. Herr Hornhobel! An den hat keiner mehr gedacht. Er hat das Schwert in der Hand. Er holt aus und schlägt mit dem Schwert auf einen Fuß. Es ist der rechte auf den rechten Fuß des Monsters. Der Zargoroth hat vor Schreck und Schmerz seine beiden Gefangenen losgelassen. Hedwig und Tom sind in den Matsch gestürzt. Aber sie scheinen unverletzt. Sie sind hier nicht willkommen, Herr Fürst der Dunkelheit. Herr Hornhobel schwankt. Das Schwert ist schwer und er muss weit ausholen. Doch jetzt hat er Schwung geholt. Das Monster wirkt überrascht. Wenn nur der eine Schlag gelingt, der eine entscheidende Schlag. Er hat ihn getroffen. Ziemlich genau in der Mitte. Es geht dem Monster nicht gut. So viel steht fest. Es ist kleiner geworden. Es sackt in sich zusammen. In diesem Moment kommt starker Wind auf. Es ist das Stöhnen des Zargoroth. Es ist ein Sturm, der alle Geister hinwegfegt. Schon ist keiner aus dem Gefolge des Fürsten mehr zu sehen. Und der Dämonenfürst selbst. Er hat sich aufgelöst in Wind und Nebel, der jetzt davonzieht. Mann, oh Mann. Hugo, du bist das einzige Gespenst, das noch da ist. Und was ist nun mit dem Biest passiert? Aufgelöst. In Luft aufgelöst. In nichts als stinkende Luft. Schade, dass Sie schon abreisen. Ich fürchte, ich werde mich hier langweilen nach dem Feuerwerk letzte Nacht. Herr Hornhobel, Sie sind ein Naturtalent als Gespensterjäger. Ach. Ja doch, ohne Ihre Hilfe hätten wir alt ausgesehen. Nein, stimmt nicht. Wir hätten nach gar nichts mehr ausgesehen. Sie machen mich ja ganz verlegen. Schön, dass ich Ihnen helfen konnte. Ich werde Ihren Gasthof jedenfalls weiterempfehlen. Sehr freundlich. Meine Empfehlung werden Sie gar nicht brauchen. Spätestens, wenn der Zeitungsbericht erscheint, können Sie sich vor Besuchern kaum retten. Und jetzt, wo der Schlamm weg ist, kann man Moorweiher ja auch wieder erreichen. Wieso ist der Schlamm eigentlich über Nacht getrocknet? Auf den Straßen liegt nur noch bröseliger Sand, knochentrocken. Tja, das war ein mächtiger Seufzer, den der Zargoroth da ausgestoßen hat,
wie ein riesiger Föhn hat er gewirkt. Ach so. Immerhin ein letzter Dienst, den er uns erwiesen hat. Wissen Sie, Gummistiefel stehen mir einfach nicht. Aber. Schade, dass Tom schon abgereist ist. Dem hätte ich gern noch mal gesagt, was für ein Pfundskerl er ist. Warum hat er es nur so eilig? Der kann es nicht erwarten, sich sein drittes Gespensterjäger-Diplom abzuholen. Ach so, natürlich, ja. Wird sich der junge Mann zufrieden geben mit einem Diplom der Stufe 3? Sie haben vollkommen recht. Ihm steht ein Diplom der Stufe 5 zu. Ja, verstehe. Das haben übrigens auf der ganzen Welt nur 14 Leute, mich eingeschlossen. Oh. Ich habe das Diplom für Tom schon beantragt und es gibt keinen Zweifel, dass es ihm zugesprochen wird. Und dann ist es ihm so wichtig, jetzt das Diplom der Stufe 3 abzuholen? Ach, das Diplom Stufe 3 ist ihm ganz egal. Er will doch nur so schnell wie möglich diesem Schleimblatt unter die Augen treten. Aha. Professor Schleimblatt, der uns absichtlich in Lebensgefahr gebracht hat. Der wusste von dem Zargorod und von dem 13. Boten? Mit Sicherheit. Also. Wissen Sie, Schleimblatt leidet unter Gespensterbefall. Ein Schlurfergeist hat sich in ihn eingenistet. Ich hatte Schleimblatt sogar vor dem Schlürfer gewarnt, aber er hat mich als Wichtigtuerin abgetan. Und nun hat ein Schlürfer von Schleimblatt Besitz ergriffen. So ist es. Sie müssen wissen, der Mann hat sowieso schon einen ziemlich miesen Charakter. Und der Schlürfer in ihm verstärkt das noch. Dann hat er aus purer Bosheit Tom diese gemeine Aufgabe für seine Diplomarbeit gegeben? Die uns alle in Lebensgefahr gebracht hat. So ist es. Da wird Schleimblatt aber Augen machen, wenn Tom putzmunter bei ihm auftaucht. Eigentlich wollte ich dabei sein. Schade, dass mir das entgeht. Aber diesen Triumph muss ich Tom allein überlassen. Tom und Hugo. Ich glaube, wenn Hugo zügig geflogen ist, müssten Sie jetzt schon in Schleimblatts Büro sein. Das ist unmöglich. Du lügst, du lügst, du lügst. Niemand wird fertig mit einem Zargorod. Schon gar nicht so ein aufgeblasener Knirps wie du. Ich weiß, wer hier aufgeblasen ist. Und das ist nicht Tom. Zumutung, dass du diesen nichtsnutzigen Mindergeist hier mit in mein Büro bringst. Ein MUG bei mir. Diese Dreistigkeit werde ich den Behörden melden. Nun regen Sie sich mal ab, Sie Schleimblattsee. Sie Schleimblatt. Oder soll ich Sie Professor Schlürfer nennen? Du willst mich provozieren. Das hat ja diese Hedwig eingeredet, dass ein Schlürfer in mir steckt. Doch lächerlich. Das ist eine Verleumdung. Und glaub ja nicht, du Rotzlöffel, dass du von mir das dritte Gespensterjäger-Diplom bekommst. Das kannst du aber sowas von abhaken. Er will's gar nicht. Er braucht es gar nicht. Und schon gar nicht von Ihnen, Sie Schleimbeutel. Da hat Hugo recht. Ich bin überhaupt nur gekommen, Herr Professor, um Ihnen diesen Brief zu bringen. Und Hedwig Kümmelsaft hat mich gebeten, ihr genau zu beschreiben, was Sie für ein Gesicht machen, wenn Sie den lesen. Her damit. Vom Präsidium der Gespensterbehörde. Sehr geehrter Professor Schleimblatt, hiermit verfüge ich gemäß Paragraph 19 Ihre Unterbringung. Ihre Unterbringung in der Entspukungsanstalt Unterrattenheim wegen akuten Schlürferbefalls. Die Entspukung wird zunächst für die Dauer von 8 Monaten verfügt. Heilheimer Präsident. Ach so, das hätte ich fast vergessen. Die beiden Herren, die Sie abholen, warten schon draußen. Wir sollen Ihnen noch sagen, dass Frau Kümmelsaft so lange Ihre Vertretung übernimmt. Das ist Ihnen bestimmt recht, oder? Ach, Hugo, wo ich gerade dabei bin. Ja? An dich soll ich auch einen Brief übergeben. Auch vom Präsidium. Muss ich auch zur Entspukung? Bei dir ist es, glaube ich, eine gute Nachricht. Sehr geehrter Herr Hugo, wegen besonderer Verdienste beim Bekämpfen übler Gespenster verfüge ich gemäß Paragraph 314 Ihre Beförderung vom MUG zum ÜHG. Hochachtungsvoll, Heilheimer Präsident. Aber das ist ja fantastisch. Also, dass du kein mittelmäßig unheimliches Gespenst bist, habe ich verstanden. Aber was ist ein ÜHG? Das weiß doch jeder. Ein überaus heldenhaftes Gespenst. Das ist einfach fantastisch. Überaus heldenhaft. Ich und kein anderer
überaus heldenhaft. Ich bin ein offizieller Held. Ich, Hugo, das U-H-G. Gespensterjäger in großer Gefahr. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Es sprachen Erzählerin 1-2, Test, Test. Monique Schwitter. Tom. Ich bin schon 11. Leon Alexander Rathje. Hedwig Kümmelsaft. Jetzt die Nerven behalten. Katja Brügger. Gespenst Hugo. Er hat Badu gesagt. Ernst H. Hilbig. Herr Hornhobel. Sehr freundlich. Douglas Welbart. Professor Schleimblatt und Dämonenfürst Zargoroth. Du lügst, du lügst, du lügst. Jürgen Uther. Neprospeck. Das bereust du. Konstantin Graudus. Sowie in weiteren Rollen Brigitte Böhme, Ingeborg Kalweit, Axel König, Gudo Matiat, Tobias Persil, Holger Postler und Pia Werfel. Musik Bernd Keul, Fagott Henning Stoll. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Birgit Gall. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010.